80 kW, 254 Newtonmeter, 136 PS, 290 Newtonmeter. Eins, go! Moin moin meine Elektrobohrfreunde. Heute mal ein bisschen anderes Video. Wir testen heute den Käfer und den E-Golf. Ich kann natürlich nicht beide Fahrzeuge fahren, leider. Deswegen sind heute mal Malte und Tom mit vor der Kamera und wir machen heute mal Drag Race, unser E-Käfer gegen den E-Golf. Ich würde unseren E-Käfer einmal kurz vorstellen. 80 kW, 254 Newtonmeter, Leergewicht 970 Kilogramm. Gegen ein Golf, E-Golf, 2020er Baujahr, hat 100 kW, 136 PS, 290 Newtonmeter und ist mit 0 auf 100 9,6 angegeben, müsste korrekt sein. Also 9,6 Sekunden gegen X. Wir werden sehen, wie viel er braucht. Genau, wir haben es noch gar nicht getestet, wie viel er fährt. Generell ist das ja so ein bisschen Kampf der Generation, würde ich behaupten. So das erste Massenfahrzeug von VW gegen das zweite. Ja, ich bin mal gespannt, oder? Okay, los geht's. Erstes Race gegen Alex. Er nimmt Käfer. Und man muss dazu sagen, er hat Hinterradantrieb und ich habe einen Fronttriebler. Und dementsprechend werde ich auf jeden Fall mit der Traktion ein bisschen mehr Probleme haben als er. Zumal sein Motor auch hinten mit auf der Achse und auf dem Gewicht klemmt. Deswegen müssen wir mal schauen, wie ich da überhaupt dann performen kann von der Traktion. Ja, alles klar, dann geht's mal los. Wir fahren jetzt mal zur Startlinie. Ja, ich rufe Malte mal an. Ich werde angerufen. Schönen guten Tag, Alex. Ja. Okay, also ich wäre bereit. Ich werde noch einmal kurz mein Modi auf Normal, ist ja das höchste der Gefühle hier. Und sonst gibt es noch Eco oder Eco Plus. Aber alles andere wäre ready. Launch Control gibt es nicht. Ich werde einfach mal voll durchdrücken. Nee, die haben wir auch nicht. Ja, wer zählt runter? Willst du runterzählen? Soll ich runterzählen? Oder Tom zählt runter. Das ist, glaube ich, am gerechtesten. Ich hoffe, der Delay ist nicht zu groß. Also wo ist Start, wo ist Ziel? Ja, Start ist hier und Ziel ist dann da vorne, wenn wir die Teerstraße durchkreuzen. Ja, wir starten einfach mal rein. Ne? Im besten Fall sind wir so schnell, dass das eh egal ist. Absolut. Ja, mal gucken, wir werden sehen. Also ich habe gerade schon gesagt, ja, ich habe hier Fronttriebler. Ihr habt Heckantrieb, ihr habt den Motor auch hinten auf dem Gewicht sitzen. Ja. Ich habe zwar auch vorne Gewicht drin sitzen, aber ich habe halt ja, den Fronttriebler. Und meine Schlappen sind natürlich ein bisschen größer als eure. Ja, grundsätzlich wahrscheinlich ein besseres Grip-Level, oder? Genau. Wir haben halt, das Problem ist, wir haben halt das Originalgetriebe hier noch drin. Du hast eine höhere Übersetzung als wir, aber schauen wir mal, ne? Weil ich habe noch mehr Performance gerade dazu geschaltet. Ich habe meine Klimaanlage ausgemacht. Okay, Tom zählt runter. Okay, Alex, du bist set? Ja. Malte, du bist auch set? Set, ja. Okay, dann geht es los in 3, 2, 1, go! Das ist sehr spannend. Okay. Das war ja fast identisch, würde ich sagen. Fast identisch. Wow, okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wer schneller war, weil ich gerade einfach echt ein bisschen Angst auch hatte, hier drin zu schneiden. Ja, wir sind hier auf jeden Fall gefahren. 9,88 Sekunden. Bergauf, muss man dazu sagen. 9,88 bergauf, okay. Und meiner ist mit 9,6 hier angegeben. Und ja, wir sind bergauf gefahren, deswegen könnte es ziemlich gut hinkommen tatsächlich. Dass wir wirklich gleich schnell sind, ja? Ja. Ja, und wir sind noch zu zweit, ne? Das darf man jetzt ja, auch nicht ja, mal ja, vergessen, ja. Mal unter uns. Ah, stimmt. Das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Ja, absolut. Lass uns einfach noch mal eine Runde drehen, oder? Okay, sollen wir eine bergab machen, würde ich sagen? Ja, dann drehen wir ja. Wir stellen uns vorne wieder auf die Spur. Ah, ich müsste echt alleine fahren eigentlich, ne? Ja, wir können auch gleich eine alleine machen. Ja, ich würde sagen, das war ein knappes Rennen. Wir können nicht genau sagen, wer gewonnen hat. Deswegen haben wir jetzt einmal im Ziel Tom aufgestellt, der dann einmal filmt und dann am Ende sagen kann, wer schneller ist. Malte, was meinst du? Ja, also gerade war es ja extrem knapp. Ich glaube, diesmal wirst du nicht. Ja, du wirst auf jeden Fall vorne sein, alleine, weil du alleine im Auto sitzt. Ich könnte ja auch noch mal einen zweiten Gang schalten. Nein. Wir wollen das Getriebe ja noch heile lassen. Okay. Du bist bereit? Ja. 3, 2, 1, go! Also wir sind gefahren 8,5. Wow, okay. Aber dann ist ja, was ist dann hier mit dem Auto los? Da geht der E-Golf sehr gut. Man muss
dazu sagen, dass ich ein bisschen Traktion manchmal weg hatte wegen den Schlaglöchern. Okay, im zweiten Gang wäre für das Getriebe wahrscheinlich zu viel, ne? Ja, das können wir nicht machen. Ja, Malte, ich würde sagen, das war ein knappes Rennen, ne? Es war wirklich knapp. Ich glaube, du hast mich so ein bisschen, bisschen wegge... Es waren so ein paar Meter, die ich dann vorne war. Ja, das Problem, ich hatte da ein paar Schlaglöcher und bei meinen kleinen Rädern war das nicht so ganz optimal und die Straße ist auch nicht die breiteste. Ja. Aber, ja, ich denke mal, das ist nicht das letzte Video, was wir hier jemals gedreht haben, deswegen... Hoffentlich nicht, nein. Nächstes Mal schnappe ich dich dann. Ich habe ja noch was anderes im Petto, so ist ja nicht. Ja, stimmt. Ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ne? Macht's gut. Bis dann. Ciao.